Turin im Ausnahmezustand. Ronaldo sul dischetto per il gol del 3-0. Fate Cristiano! Und er ist der Hauptverantwortliche. Cristiano Ronaldo schießt mit einem Dreierpack Juventus doch noch ins Viertelfinale und wird mit Lob überschüttet. Es ist ja fast unmöglich für Cristiano nur ein Tor in dieser Champions League-Saison zu schießen. Er hat getroffen, weil er im Strafraum sehr aktiv war. Seine Mitspieler haben ihn aber auch fantastisch in Szene gesetzt. Es war eine großartige Partie. Großes Lob aber auch an unsere Fans. Una cornice di pubblico meravigliosa che ha spinto la squadra. Selbst mögliche Gegner geraten ins Schwärmen. Look Juventus. Schaut mal auf Juve. Cristiano Ronaldo spielt dort, um die Champions League schon wieder zu gewinnen. Atletico scheitert seit 2014 zum fünften Mal an CR7, der gegen die Rojiblancos zuletzt im Mai 2017 mit einem Dreierpack für deren aussorgte. Ronaldo ist ein außergewöhnlicher Spieler. Wir waren zu Hause besser und sie waren bei sich zu Hause besser. So hart ist das. Cristiano Ronaldo wird gefeiert. Nicht nur für seinen 52. Karriere-Hattrick und den damit verbundenen Einzug ins Champions League-Viertelfinale. In Turin hat Ronaldo noch ganz andere Träume wahr werden lassen.